Fact-Check, ne? Sieht man, dass du leicht zitter? So, ich bin der Ozan, bin Mechaniker seit 2012, August 2012. Meine Haupttätigkeiten sind eigentlich Motorumbauten und Achsvermessungen. Ja. Was ich am liebsten mache, sind eigentlich Sachen im Innenraum, obwohl ich eigentlich viel mehr im Motorraum arbeite. Also sowas wie Sitze und Bügel. Ja. Sitze, Bügel, Anzeigen, verbauen. Nicht kassieren. Ich mache hauptsächlich MX-5, aber auch mal hin und wieder andere Fahrzeuge. Mazda MX-5 NA, 91er Baujahr, Miata, 1.6er Turbo. Also es soll einen Breitbau bekommen, Fenderflares, dann ja, andere Felgen natürlich, Ducktail, Überrollbügel, Sitze, ja, und vieles hat es ja schon. Ja, es wurde durch ein Gewindefahrwerk tiefer gelegt, hat sonst zurzeit Winterräder drauf, leider. Davor, ja, zig verschiedene Felgen drauf gehabt. Ja, und jetzt kommen halt Fenderflares, dann 9J ET0 drauf und schönes Carbon Miata Ducktail, Sparco Sprintsitze, Überrollbügel. Zurzeit sind noch 203 Späß. Nur. Da bin ich Mechaniker auch. Ja, Mechaniker. Das war ein Differentialwechsel. Erst beim NC, dann beim NB direkt hinterher. Und ja, ja, das war eigentlich so das Anstrengendste an der Rennstrecke. Oh, mein Traumwagen außer dem MX-5. Der wird mich jetzt hassen dafür, weil es kein Mazda ist. Ist aber eigentlich ein C63 AMG Black Series. Ja, Kombi, weiß und ja. Es ist immer noch, ist kein Dreier, ja. Mein liebstes Projekt hier war, es gibt viele Sachen hier, die wir, also wir hatten schon wirklich vieles hier und eigentlich kann man sich schwer entscheiden. Also es gibt vieles, was mir gefallen hat und eigentlich immer noch gefällt. Und ich kann mich schwer entscheiden, was mein Lieblingsauto war, aber der V6 NA gehört eigentlich schon zu den Top 10. Ja, da gibt es zum Beispiel auch noch die Rennwagen halt. Vor allem jetzt die neuen Projekte, mal gucken, wie die aussehen werden, wenn sie fertig sind. Den NC-Breitbau, den will ich auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird, wie breit das wird. Ja. Also eigentlich die Leute, man kommt mit allen klar. Sollten die Arbeitszeiten wie manche jetzt, obwohl. Wo ist der Chef hier? Ja, die Arbeitszeiten waren früher schlimmer, jetzt zur Zeit bessert sich zum Beispiel. Und es wird halt immer dafür auch gesorgt, dass die Leute, dass es den Leuten gut geht, auch wenn wir viel arbeiten, dass wir uns wohlfühlen. Wir sind halt eine Gemeinschaft, die wirklich auch zusammenhält. Also jeder arbeitet mit jedem eigentlich gern. Also wenn ich sage, wenn ihr MX-5 fahrt, dann auf jeden Fall hier, weil wir kennen uns mit den Fahrzeugen ohne Ende aus. Wir können eigentlich alles an dem Auto machen. Haben auch schon eigentlich alles gemacht an so einem Auto. Und wenn uns mal was schief geht, dann sorgen wir auch dafür, dass es wieder in Ordnung gebracht wird. Auf dem schnellsten Wege. Ich bin soweit durch. Nicht noch ein paar weitere Fragen. Ist cool, dann muss ich nicht arbeiten. Darf ich noch ein bisschen rappen jetzt? Nein.